Diese Show empört die Magier auf der ganzen Welt. Sie hassen sie. Der Magier mit der Maske ist wieder aus der Versenkung aufgetaucht. Er wagt es, die geheimsten Tricks der Welt zu verraten. Er präsentiert spektakuläre Auftritte. Lebensgefährliche Entfesselungen. Verblüffende Schwebetricks. Und lässt Menschen verschwinden. Er enthüllt Taschenspielertricks. Und atemberaubende Illusionen. Ihm ist kein Magier zu berühmt. Kein Trick zu groß. Und kein Geheimnis zu heilig. Er bricht den Ehrenkodex der Magier. Und verrät die größten Tricks aller Zeiten. Heute gewährt der Magier mit der Maske einen Blick hinter die Kulissen und enthüllt diese Tricks. Aus dem Nichts zaubert er Menschen herbei. Er lässt lebende Vögel erscheinen und verschwinden. Er erdrückt eine hübsche Frau und durchbohrt sie. Und er lässt einen 16 Tonnen schweren Waggon schweben und dann verschwinden. Diese und andere Illusionen deckt der Magier mit der Maske in der heutigen Sendung auf. Als erstes wartet der maskierte Magier mit einer etwas vergrößerten Version eines Klassikers auf. Für die Vorführung braucht er diesen dreiteiligen Paravent. Die Blenden sind grün. Zusammengeklappt bilden die Seiten ein Dreieck. Wie man sieht, gibt es keine Geheimtüren und es versteckt sich auch niemand auf der Rückseite. Verstärkung rückt an. Zwei Assistenten gehen dem Magier zur Hand. Sie klappen die seitlichen Schirme nach vorn, sodass nun alle drei Seiten zu sehen sind. So weit, so gewöhnlich. Es folgt eine ganze Umdrehung. Das Publikum blickt nun auf die orangefarbenen Rückseiten der Blenden. Noch immer ist nichts ungewöhnlich. Auf ein Zeichen des Magiers klappen die Männer die Seiten wieder um. Die dreieckige Konstruktion wird gedreht, sodass alle drei Seiten zu sehen sind. Sesam, öffne dich. Und wie aus dem Nichts erscheinen zwei Damen. Die Seite wird ganz aufgeklappt und man sieht, dass sich auf dieser Seite niemand versteckt. Das Ganze wird gedreht. Auch hier versteckt sich niemand. Erneut werden die Seiten zu einem Dreieck zusammengeklappt. Dann folgt die übliche Drehung. Ein Spalt öffnet sich. Und zwei weitere Damen gesellen sich dazu. So bekommt das Wort Personalbeschaffung einen ganz neuen Sinn. Wie hat es der Magier mit der Maske geschafft, zwei Damen herbeizuzaubern? Und dann zwei weitere. Hier sind seine Geheimnisse. Das erste hängt mit der Konstruktion des Paravents zusammen. Bei genauerer Betrachtung der Innenseite erkennt man eine unauffällige Griffstange, die oben hinter der mittleren Blende verläuft. Unten sieht man einen schmalen Vorsprung. Dazu gleich mehr. Das nächste Geheimnis ist, dass es in Wahrheit nicht drei, sondern vier Seiten gibt. Von oben ist das Ganze besser zu erkennen. Die vierte Blende ist orange, wie die daneben liegende.
Am Anfang sind die grünen Seiten außen und die Flügel sind zu einem Dreieck zusammengeklappt. Doch vor Beginn des Tricks sind die vier Assistentinnen und ein männlicher Kollege hineingetreten. Ganz schön eng, aber was soll's. Die Vorder- und Rückseite der Blenden zu zeigen, ohne die verborgenen Personen zu enthüllen, erfordert eine ausgeklügelte Choreografie. Als die Blenden geöffnet werden, erkennt man von hinten, dass der dritte Assistent die vierte Blende bewegt, die seine Kolleginnen verbirgt. Zwei Assistentinnen stehen auf dem Vorsprung und halten sich an der Stange fest. Die anderen folgen einfach den Bewegungen der Blenden und achten darauf, dass sie vom Publikum nicht zu sehen sind. Als nächstes zeigen der Magier und seine Assistenten dem Publikum die orangefarbenen Rückseiten. Von hinten sieht man, wie sorgfältig die Damen durch geschickte Führung der Blenden verborgen werden. Dann werden die Seitenflügel wieder zusammengeklappt, sodass ein Dreieck entsteht und die grünen Seiten außen sind. So sieht der komplizierte Vorgang von hinten aus. Nicht sonderlich erhellend. Von oben hat man einen besseren Überblick. Der Magier kann die grüne Seite zeigen, während sich die Assistentinnen hinter dem rechten Flügel verstecken. Das Ganze wird gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Die Damen und ihr geheimer Helfer verstecken sich weiterhin hinter der vierten Blende, nun auf der linken Seite. Dank der vierten Seite kann der Magier die Rückseite offen zeigen. Dann werden die Seiten wieder zum Dreieck zusammengeklappt. Die Damen sind zu keinem Zeitpunkt zu sehen. Und nun sind sie wieder im Innern verborgen. Der Magier öffnet eine Seite und bittet zwei von ihnen heraus. Es wirkt, als hätte er sie herbeigezaubert. Von oben sieht man, dass die anderen sich sorgfältig den Blicken des Publikums entziehen. Der Vorgang wird wiederholt, um die nächsten beiden Damen erscheinen zu lassen. Zuerst zeigt der Magier dem Publikum die grüne Seite. Dann ist die orangefarbene Seite an der Reihe. Wie zuvor sieht das Publikum immer nur drei der vier Blenden. Niemand ahnt, dass es eine vierte gibt. Der Magier öffnet einen Spalt und heraus treten die übrigen zwei Damen, während sich ihr Kollege weiterhin versteckt. Alles eine Frage der Choreografie. Das ist das ganze Geheimnis dieser Illusion. Straßenmagier führen gern Tricks mit Alltagsgegenständen vor. In diesem Fall benutzt der Magier einen Becher mit heißem Kaffee. Bis auf die üblichen Zauberergesten war noch nichts zu sehen. Was hat der Magier vor? Jetzt wird es spannend. Der Kaffee hat sich in einen Haufen Münzen verwandelt. Wie praktisch. Von dem Geld kann der Magier gleich eine Runde Latte Macchiato ausgeben. Wie hat es der Magier geschafft, den Kaffee vor den Augen des Publikums in Münzen zu verwandeln? Hier ist die Antwort. Dies ist keineswegs ein gewöhnlicher Kaffeebecher. Er birgt ein Geheimnis. In ihm steckt ein weiterer, kleiner Becher. Er reicht bis knapp unter die Kaffeeoberfläche. Und ein Stück Schwamm wurde auf dem Boden des äußeren Bechers platziert. Im Boden ist ein kleines Loch, gerade so groß, dass ein Finger hindurchpasst. Das ist der Schlüssel zum Geheimnis. Der kleine mit den Münzen gefüllte Becher wird in den größeren gesteckt, auf den Schwamm. Dann werden die Münzen mit echtem Kaffee bedeckt. Wie appetitlich! Wenn der Magier den Becher in die rechte Hand nimmt, schiebt er seinen Ringfinger durch das Loch im Boden. Der kleine Becher wird nach oben gedrückt, der Kaffee wird vom Schwamm aufgesogen und alles, was nun zu sehen ist, sind die Münzen. Eine Kaffeepause der besonderen Art. Als nächstes führt der Magier mit Hilfe dieser beiden Kästen eine verblüffende Illusion vor. Sie sehen aus wie kleine Schatztruhen und sind unterschiedlich groß. Mal sehen, welche Schätze sie enthalten.
Eine Assistentin passt nicht hinein, also muss es sich um eine andere Kostbarkeit handeln. Der linke Behälter ist leer. Vielleicht ist der Schatz in der größeren Truhe. Doch was ist das? Ein Küken. Wahrscheinlich ist es nicht so arglos, wie es aussieht, sondern hat es faustdick hinter den Flügeln. Der Magier setzt seinen kleinen Komplizen in den kleinen Kasten. Danach zeigt er dem Publikum den nun leeren großen Kasten. Keine weiteren Tiere. Doch dann langt der Magier wieder in die große Truhe und holt ein weiteres Küken heraus. Dabei hat das Publikum gerade gesehen, dass der Kasten leer war. Da muss Magie im Spiel sein. Der Magier setzt das zweite Küken vorsichtig in den kleinen Kasten, wo bereits das andere wartet. Ein ganzes Nest mit Küken. Dann greift der Magier erneut in die größere Truhe und wieder holt er ein Küken heraus. Auf ein neues! Ein weiteres Küken. Noch ein Küken aus der leeren Truhe. Funktioniert das auch mit Gold? Er setzt auch diesen jungen Vogel in die kleine Truhe zu den anderen. Allmählich wird es eng da drin. Dann greift der Magier schon wieder in die große Truhe und holt noch ein Küken heraus. Gleich hat er eine ganze Hühnerfarm zusammen. Auch dieses wandert in die kleine Truhe. Eine kleine magische Einlage vom Meister. Und die kleine Truhe ist leer. Die Küken sind verschwunden. Unglaublich. Vermutlich sind sie jetzt in der großen. Auch die ist leer. Der Magier hat sie erscheinen und wieder verschwinden lassen, wenn da keine Zauberei im Spiel ist. Wie ist es dem Magier gelungen, ein Küken nach dem anderen erscheinen und dann verschwinden zu lassen? Die Geheimnisse des Tricks finden sich in den Kästen und in diesem Tisch. Zu Beginn nimmt der Magier ein Küken aus der großen Truhe und setzt es in die kleinere. Hier ist sein erstes Geheimnis. Im Boden der Truhe und im Tisch sind Löcher. Doch der Magier zeigt dem Publikum die leere Truhe, ohne Loch im Boden. Es wird von einem falschen Boden verdeckt, der sich aufklappen lässt. Dieser Stiel sorgt dafür, dass er aufgeklappt ist und das Loch im Tisch offen steht. Wenn der Magier die Küken scheinbar in die Truhe setzt, steckt er sie in Wahrheit durch das Loch in einen Behälter unter dem Tisch. Die große Truhe ist genauso konstruiert und hat einen falschen Boden über dem Loch auf dem Tisch. Wenn der Magier das zweite Küken herausholt, ist es in Wahrheit dasselbe Küken wie zuvor. Doch wie ist es von der einen Seite unter die andere Truhe gekommen? Ein verborgener Pedalmechanismus ist das ganze Geheimnis. Er ist mit dem Behälter mit dem Küken drin verbunden. Ein Draht mit einer Feder führt vom Pedal durch das Tischbein zu dem geheimen Behälter. Mit Hilfe des Pedals steuert der Magier den Behälter. Dieses Küken ist schwindelfrei. Die Konstruktion ist extra für das Tier gebaut worden, sodass ihm kein Schaden passieren kann. Hier sieht man, wie das Küken von der kleinen zur großen Truhe bewegt wird. So kommt die Illusion der vielen Küken zustande, die der Magier angeblich aus der großen Truhe holt. Wenn er scheinbar das letzte Küken herausnimmt, setzt er es wie gehabt in den Behälter, aus dem er es später wieder herausholen wird.
Dann zeigt er dem Publikum die leere Truhe. So einfach geht das. Doch so schnell wird auf diesen Vogel niemand mehr hereinfallen. Als nächstes wird der Magier ein kleines Wunder vollbringen, mit Hilfe dieser Spielkarten. Wie man sieht, sind dies ganz gewöhnliche Karten. Hoffentlich gilt das nicht auch für den Trick. Er lässt die Karten in einer Holzschachtel verschwinden. Er schüttelt die Schachtel und man sieht, die Karten fallen nicht heraus. Nun wird es spannend. Der Magier kreist mit einer Schere über der Schachtel und schneidet ein paar Mal in die Luft. Noch einmal kurz schütteln und die Karten haben sich in kleine Schnipsel verwandelt. Kein besonders kartenfreundlicher Trick. Am Spieltisch jedenfalls kommen solche Scherze nicht gut an. Er sammelt die Schnipsel wieder auf und steckt sie in die Schachtel. Oh, die dürfen nicht fehlen. Der Satz muss komplett bleiben. Alle Schnipsel sind beisammen und er setzt den Deckel wieder auf die Schachtel. Wieder das berühmte magische Rütteln. Und die Karten sind wieder unversehrt. 52 makellose Spielkarten. Nicht einen Kratzer haben sie abbekommen. Was für ein Trick. Wie hat es der Magier geschafft, diese gewöhnlichen Spielkarten in der Schachtel in kleine Schnipsel zu schneiden, ohne sie mit der Schere zu berühren? Hier kommt die Antwort. Es befindet sich ein Einsatz mit Kartenschnipseln in der Holzschachtel. Zu Beginn zeigt der Magier dem Publikum ein paar Karten vom Stapel, aber nur ein paar. Denn der Rest des Stapels ist ein festes Kunststoffkästchen. Wenn der Magier das Kästchen umdreht, sieht man, dass es mit den Kartenschnipseln gefüllt ist. Vor Beginn des Tricks hat der Magier sie hineingefüllt. Er setzt den Boden der Holzschachtel auf den falschen Stapel. Dann legt er ein paar Karten darauf, sodass er wirkt wie ein gewöhnlicher Kartenstapel. Anschließend stülpt er die Holzschachtel darüber und schüttelt. Dies soll davon ablenken, dass er die Schachtel umdreht. Nun ist die Unterseite mit den Kartenschnipseln oben, während die ganzen Karten unter dem falschen Stapel liegen. Die vermeintliche Zauberschere kommt zum Einsatz und dann zeigt der Magier die Schnipsel. Um die Karten wieder zu reparieren, braucht er die Schachtel nur zu schließen und umzudrehen. Danach liegen die richtigen Karten wieder oben auf dem umgedrehten Geheimfach, in dem die Schnipsel stecken. Voilà, die sind wieder ganz. Mit Magie hat das Ganze wenig zu tun, wenn man erst dahinter gekommen ist. Für seine nächste Illusion braucht der Magier diesen besonderen Schrank. Wie man sieht, wurden im oberen und unteren Teil achteckige Löcher ausgesägt. Natürlich hat der Magier wieder kompetente Unterstützung. Hier herrscht jedenfalls kein Fachkräftemangel. Er bittet seine Assistentin in den engen Schrank. Was macht man nicht alles für die Karriere? Der Magier schließt die untere Tür. Dann ist die obere an der Reihe. Die Assistentin ist immer noch zu sehen. Sie winkt dem Publikum zum Abschied ein letztes Mal zu und lässt eine schwarze Blende herunter. Dann schiebt der Magier den oberen über den unteren Teil des Schrankes, ohne Rücksicht auf die Dame.
Wahrscheinlich hat er sie nun in Würfelform gepresst. Was soll's? Auf der Matte stehen Dutzende von Bewerberinnen. Der Magier gewährt dem Publikum einen Rundumblick. Eine weitere Assistentin reicht dem Magier eine achtkantige Röhre. Wie man sieht, ist sie leer. Er wird doch wohl nicht. Die Röhre passt genau in das Loch. Hat er etwa vergessen, dass seine nun würfelförmige Assistentin noch im Schrank steckt? Wie auch immer, die Röhre steckt bis zum Anschlag im Kasten. Man kann nun durch die Röhre und den Schrank hindurchsehen. Die Dame ist verschwunden. Oder sie wurde zerquetscht und von der Röhre durchbohrt. Geht man so mit einer Dame um? Der Magier entfernt die Röhre. Die zweite Assistentin nimmt sie entgegen und eilt davon. Diesen Anblick will sie sich lieber ersparen. Dann hebt der Magier den oberen Teil nur ein Stück an und dieser steigt wie von Geisterhand gezogen auf. Dieser Schrank weiß, was er zu tun hat. Und da ist sie wieder, die Assistentin. Sie ist putzmunter. Der Magier öffnet auch den unteren Teil und sie steigt ohne Blessuren und Kratzer aus dem Schrank. Eigentlich unmöglich. Das muss doch Zauberei sein. Der Magier hat seine Assistentin in einen Würfel gepresst. Er hat sie mit einer achtkantigen Röhre durchbohrt. Wie konnte die Frau diese Tortur überleben? Hier ist die Antwort. Die Täuschung beginnt in dem Moment, in dem die Assistentin die Blende herunterlässt. Sobald dies geschehen ist, löst sie zwei Keile, die den oberen Teil des Schrankes fixieren. So kann der obere Teil über den unteren geschoben werden. Doch wo bleibt die Frau? Zunächst steht sie auf und drückt gegen den oberen Teil, während dieser hinuntergeschoben wird. So wirkt es, als zerquetschte der Magier sie. So kann sie auch den Druck kontrollieren, während sie nach unten sinkt. Es gibt noch weitere geheime Vorrichtungen. Der Boden des Schrankes ist tiefer, als er zunächst erscheint. Wenn dieser leer ist, sieht man, dass die Dame genug Platz hat, um sich aus der Gefahrenzone zu bringen. Die Seiten bergen das nächste Geheimnis. Sie sind mit einem dehnbaren Stoff bespannt, sodass die Assistentin ihren Rücken und ihre Beine besser ausstrecken kann. Der Stoff ist schwarz und fällt daher nicht auf. Doch wie ist es möglich, dass der Magier auch noch eine Röhre hindurchschiebt? Die Frau entfernt eine falsche Rückwand. Und in dem Moment, wenn der Magier die Röhre durch das achtkantige Loch schiebt, achtet er darauf, den Winkel exakt einzuhalten. Die Assistentin presst ihren Rücken und ihre Beine gegen die Wände des Kastens. So ist gerade genug Platz für die Röhre. Wenn man das obere Brett durch Plexiglas ersetzt, sieht man, wie sie dem Magier hilft, die Röhre durch das Loch zu führen. Bei näherer Betrachtung sieht man, wie knapp der Platz bemessen ist. Endlich zieht der Magier die Röhre wieder heraus. Nun kann die Assistentin für einen kurzen Moment verschnaufen, bevor sie ihren großen Auftritt hat. Sie steht auf und hebt dabei den oberen Teil an. So viel zum Thema von Zauberhand.
Niemand anders als die Assistentin steckt dahinter bzw. darunter. Und da ist sie, unversehrt und bester Laune. Ein toller Trick, der aber nicht unbedingt zur Nachahmung empfohlen ist. Mit diesem Trick verblüffen Straßenmagier gern Passanten. Anstelle eines zufällig ausgewählten Freiwilligen nimmt der Magier eine seiner Assistentinnen. Er fordert sie auf, den Namen eines Freundes oder Verwandten auf einen Papierblock zu schreiben. Während sie schreibt, kehrt er ihr den Rücken zu. Als sie fertig ist, stöpselt sie den Stift zu, reißt das Blatt ab und gibt dem Magier den Stift und den Block zurück. Auf dem Blatt steht Mary. Man beachte, der Magier kann dies nicht sehen und arbeitet normalerweise mit einem Freiwilligen. Als nächstes faltet die Assistentin den Zettel. Der Magier dreht sich wieder um und zeigt ihr ein Feuerzeug und einen Aschenbecher. Man ahnt, was jetzt kommt. Der Zettel der Assistentin liegt im Aschenbecher und der Magier zündet ihn mit dem Feuerzeug an. Diese Flammen sind echt. Achtung, dieser Trick sollte nicht zu Hause nachgemacht werden. Mit seinen bloßen Fingerspitzen löscht der Magier die Flammen und betastet die Asche. Der Aschenbecher wird nicht mehr gebraucht. Der Magier schiebt seinen rechten Ärmel hoch. An seinem Unterarm ist nichts Ungewöhnliches zu erkennen. Er bestreut ihn mit etwas Asche. Dann reibt er sie in die Haut ein. Und plötzlich erscheint der Name Mary auf magische Weise. Soeben hat der Magier seine Freiwillige gebeten, einen Namen auf den Zettel zu schreiben und in die Kamera zu halten. Dann hat er den Zettel verbrannt, die Asche auf seinem Unterarm verrieben und plötzlich ist der Name erschienen. Übersinnliche Kräfte oder nur ein billiger Trick? Das sind seine Geheimnisse. Erstens, der Block ist mit Kohlepapier präpariert. Es liegt einige Blätter unter dem, das die Assistentin beschreibt. Beim Schreiben wird der Name durch das Kohlepapier auf ein anderes Blatt kopiert. Während sie ihr Blatt in die Kamera hält, erhascht der Magier einen Blick auf den Block. Das ist sein nächstes Geheimnis, ein kleiner Wachsstift. Während das Publikum auf den Zettel achtet, schreibt der Magier damit heimlich den Namen auf seinen Unterarm. Weil die Wachsschrift durchsichtig ist, kann das Publikum sie nicht erkennen, bis der Magier die Asche aufträgt und somit den Namen enthüllt. Von wegen Magie. Nun präsentiert der Maskenmann einen Trick, der oft von Straßenmagiern gezeigt wird. Das ist eine zerknitterte 1-Dollar-Note. Und nun aufgepasst. Er faltet den Schein. Dann noch einmal. Jetzt faltet er ihn noch einmal. Er nimmt ihn in die Fingerspitzen und zeigt seine leeren Hände. Nun wird's spannend. Er entfaltet den Schein wieder und dieser hat sich in einen 50-Dollar-Schein verwandelt. Mit diesem Trick überwindet man jede Finanzkrise. Man braucht nur ein wenig Magie. Wie hat der Maskenmann aus einem Dollar 50 Dollar gezaubert? Hier kommt die Auflösung. Der Magier beginnt mit einem echten 1-Dollar-Schein. Auf der Rückseite jedoch klebt die bereits gefaltete 50-Dollar-Note. Zu Anfang des Tricks faltet er den Schein demonstrativ. Dabei achtet er darauf, dass die 50-Dollar-Note nicht zu sehen ist. Von hinten jedoch erkennt man, wie er beim Falten den 50er verbirgt. Er ist hier unten. Der Magier faltet den Schein klein. Dann braucht er das Ganze nur umzudrehen und die 50-Dollar-Note ist nun vorn, während der 1-Dollar-Schein auf der Rückseite ist. Hier sieht man es von hinten.
Alles, was der Magier nun noch zu tun hat, ist vor dem Publikum die 50 Dollar zu entfalten. Der 1-Dollar-Schein ist dabei von vorne nicht zu sehen. Einige Banker dürften jetzt ziemlich enttäuscht sein. Geld vermehren bleibt doch ein ewiges Geheimnis. Die Magier scheinen bei dem letzten Trick seiner Assistentinnen doch sehr gefehlt zu haben. Daher wendet er sich nun diesem langen gelben Kasten zu, der vermutlich bei der nächsten Illusion eine wichtige Rolle für ihn und seine Damen spielen wird. Die Assistentinnen kippen den Kasten zur Seite. Als Achse und Stütze dient eine kleine Säule. Sie kippen das Gestell noch weiter. Es lässt sich um 180 Grad drehen. Jede Wette, dass gleich jemand in diesen Kasten muss. Da kommt sie auch schon. Und sie bringt einen großen roten Pfeil mit. Auch der wird sicher bei dem Trick eine wichtige Rolle spielen. Mit seinem Charme bewegt der Magier die Dame dazu, in den Kasten zu steigen, der selbst für eine so schlanke Person ziemlich eng sein muss. Er öffnet vorne am Kasten ein Fenster. Da ist sie wieder. Der Kasten ist wirklich hauteng geschnitten. Die Ärmste kann ja kaum atmen, aber ihr scheint das nichts auszumachen. Ihre Kollegin verschließt alles wieder und heftet den Pfeil an den Kasten. Egal wie der Kasten gedreht wird, die Spitze des Pfeils zeigt dahin, wo der Kopf der Frau ist. Da ist oben, als ob man das nicht auch so wüsste. Der Magier kippt den Kasten mit Hilfe seiner Assistentinnen zur Seite. Und jetzt wird's noch schwieriger. Sie stellen den Kasten genau auf den Kopf, sodass der Pfeil jetzt nach unten zeigt. Für die Frau in dem Kasten bedeutet das einen unfreiwilligen Kopfstand. Die Assistentin nimmt den Pfeil ab und der Magier öffnet das obere Fenster. Wie kann das sein? Die Frau steht immer noch aufrecht. Und dabei ist der Kasten doch eng wie eine zweite Haut. Sie ist sicher froh, endlich da rauszukommen. Wie es scheint, ist sie unversehrt und hat alles bestens überstanden. Eine Drehung und immer den Kopf oben behalten. Also nochmal von vorne. Der Magier bezirzt seine Assistentin, sich in diesen langen, schmalen Kasten zu begeben. Durch das Fenster sieht man, sie steht aufrecht, hat den Kopf oben. Dann wird der Kasten um 180 Grad gedreht. Und wie durch Zauberhand steht die junge Dame immer noch aufrecht. Aber wie kann das sein? In dem Kasten ist doch kaum genug Platz, sich zu rühren. Einfach magisch. Das Geheimnis ist eher nüchtern und liegt in der Konstruktion des Kastens und der harmlos wirkenden Säule, an der er befestigt ist. Wenn die Assistentin den Kasten betritt, öffnet sie eine kleine Klapptür. Von innen sieht man, dass diese Tür ihr den Weg in die Säule freimacht. Dieser Teil der Konstruktion ist also gar nicht so harmlos. Wenn das Fenster geöffnet wird, sieht man, die Frau steht aufrecht. Das Fenster wird wieder geschlossen und die Assistentin bringt den Pfeil an. Dabei versperrt sie dem Publikum den Blick auf die kleine Säule. Und genau in diesem Moment findet die entscheidende Bewegung statt. Jetzt sieht man, wie die junge Dame aus dem Kasten in die Säule steigt und die Geheimtür wieder schließt, um ihre Beine zu verstecken. Dazu muss sie ziemlich gelenkig sein. Jetzt kann sie ihren Oberkörper in den unteren Teil des Kastens beugen, der gleich nach oben wandert. Bei offenen Türen erkennt man diese Bewegungen. Wenn der Magier und seine Helferinnen nun den Kasten zur Seite kippen, richtet sich die Frau im Innern langsam wieder auf. Sie folgt einfach der Bewegung des Kastens. Die Assistentin im Vordergrund versperrt die ganze Zeit den oberen Teil der Säule vor den Blicken der Zuschauer, denn sonst würden sie das hier sehen können. Bei offener Tür erkennt man, wie die Frau sich langsam wieder aufrichtet. Es ist ein wenig eng, doch es gelingt ihr, sich zu drehen, und jetzt schaut sie wieder nach vorne.
Sie öffnet eine weitere Klapptür an der anderen Seite der Säule und steigt zurück in den Kasten. Das obere Fenster wird geöffnet und die Dame steht auf magische und unerklärliche Weise wieder aufrecht. Doch wenn man das Geheimnis kennt, ist es gar nicht mehr so zauberhaft. Jetzt wagt sich der Magier an eine seiner größten Illusionen. Dazu braucht er dieses besondere Vehikel. Wie man sieht, ist dies ein echter Waggon mit Haltestangen aus Messing und polierten Holzsitzen. Diese klassischen Gefährte versetzen die Touristen in San Francisco zurück in längst vergangene Zeiten. Klingt nach einer Zeitreise, doch der Magier hat etwas ganz anderes im Sinn. Mal schauen, was von außen zu sehen ist. Die Liebe zum Detail wird hier fortgeführt. An der Echtheit dieses Waggons besteht kein Zweifel. Dieses 16 Tonnen schwere Schätzchen ist keine Attrappe. Zwei Assistenten bringen eine Holzabsperrung herbei, damit während des Tricks niemand zu nah an das Gefährt herankommt. Und damit der Waggon nicht in die falsche Richtung verschwindet. Natürlich darf weibliche Unterstützung nicht fehlen. Freundliche Reisebegleiterinnen sind immer gern gesehen. Die engagierten Damen sind vollzählig. Nun kann nichts mehr schiefgehen. Die Spannung um den Waggon steigt. Die Assistenten stellen eine zweite Holzabsperrung auf. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen und nun ist es an der Zeit für ein wenig Magie. Auf dem Dach des Waggons liegt ein riesiges Tuch, das gleich ins Spiel kommt. Der Magier befiehlt den Assistentinnen, das Tuch herunterzulassen. Damit läutet der Zauberer seine magische Phase des Tricks ein. Während die Damen die Falten straffen, sammelt ihr Chef seine magischen Kräfte. Er muss die Herrschaft über die Materie des Waggons erlangen. Ein kraftraubender Akt. Ob der Waggon schon verschwunden ist? Die Assistentinnen sind noch mit dem Tuch beschäftigt. Es kann nicht schaden, noch einmal nachzusehen. Der Magier hebt das Tuch am vorderen Ende ein Stück und man sieht, dass sich der Waggon keinen Millimeter fortbewegt hat. Nun zur anderen Seite. Auch an diesem Ende ist alles unverändert. Jetzt lässt er die Damen in Ruhe die Falten glattziehen. Schließlich soll dieser große Trick nicht durch Knitterfalten verunstaltet werden. Wieder konzentriert sich der Magier auf seine übersinnlichen Kräfte. Nun ist es soweit. Auf ein Zeichen von ihm steigt der Waggon in die Höhe. Unglaublich! Er wiegt immerhin 16 Tonnen. Trotzdem hebt er mühelos ab. Er schwebt höher und höher. Es ist kaum zu glauben. Man kann sogar schon unter dem Waggon hindurchschauen und sieht die Lampen auf der Rückseite. Die Damen ergreifen das Tuch und warten auf ihr Zeichen. Dann ziehen sie. Er ist weg. Der Waggon hat sich in Luft aufgelöst. Das Einzige, was geblieben ist, sind die Holzabsperrungen. Das Publikum ist gerade Zeuge einer Illusion geworden, die allen wissenschaftlichen Gesetzen widerspricht.
Eine beeindruckende Leistung, Maskenmann. Soeben hat der Magier einen echten Waggon aus San Francisco schweben und dann verschwinden lassen. Wie hat er das geschafft? Wo hat er so viel magische Energie her? Hier sind seine Geheimnisse. So viel vorweg. Dieser Trick funktioniert nur im Fernsehen. Zu Beginn zeigt der Magier dem Publikum den Waggon von innen und außen, um zu zeigen, dass er echt ist. Doch auf dem Dach des Waggons befindet sich etwas, das dem Zuschauer während des Tricks entgangen ist. Ein Metallgestell, das die Form des Waggondaches hat. Es ist an Seilen befestigt, die bis zum Dach der Halle reichen. Das Gestell ist dem Dach des Waggons exakt nachempfunden. Alle Konturen stimmen überein. Vor Beginn des Tricks wird das Gestell sorgfältig unter dem großen Tuch verborgen. Ein Bühnenarbeiter bedient eine leistungsstarke Winde. Das Gestell und das Tuch heben vom Boden ab. Nun kommt der Waggon ins Spiel. Dies ist eine Nachbildung der alten Kabelstraßenbahn. Heute sind solche Gefährte in San Francisco im Einsatz, wo sie Sehenswürdigkeiten anfahren. Der Waggon wird exakt unter dem Gestell positioniert. Später wird noch zu sehen sein, was genau mit dem Gestell passiert. Noch ein paar Zentimeter und der Waggon steht am rechten Platz. Das Gestell wird aufgesetzt und das Tuch hochgerollt. All das ist längst passiert, wenn der Magier dem Publikum den Waggon erstmals zeigt. Während des Tricks machen sich die Assistentinnen am Tuch zu schaffen, vorgeblich um Falten zu straffen. Der Magier hebt das Tuch an den Enden an, um zu zeigen, dass der Waggon noch dort steht. In diesem Moment schlüpft ein Bühnenarbeiter im Waggon aus seinem Versteck und setzt sich ans Steuer. Der Magier zeigt nun auch das hintere Rad, während die Assistentinnen das Tuch zurechtzupfen. Die Kamera zeigt nicht, wie zwei Assistenten die hintere Absperrung vortragen. Nun wird das Gestell angehoben. Es wirkt, als steige der Waggon empor. Es geht ganz einfach mit der Winde. Sobald das Gestell über dem Dach hängt, kann der Waggon rausgefahren werden. Die Kamera konzentriert sich auf die linke Seite. Würde sie auch nach rechts blicken, würde man dies zu sehen bekommen. Nicht gerade geheimnisvoll. Die Assistentinnen bewegen ohne Unterlass das Tuch, was die Bewegung des Waggons kaschiert. Die Absperrung wird wieder aufgestellt. Und als die Kamera zurückschwenkt, wirkt die rechte Seite unverändert. Der Magier macht seine üblichen magischen Gesten und lässt scheinbar den Waggon emporsteigen. Dabei sieht man von hinten, wie nur das Gestell von Seilen hochgezogen wird. Das Tuch wird heruntergezogen und das Publikum glaubt, der Waggon habe sich in Luft aufgelöst. Dabei war es lediglich das Gestell, das zeitgleich mit dem Entfernen des Tuches nach oben gezogen wurde. Dies wird während des Tricks natürlich nicht von der Kamera erfasst. Der verschwundene Waggon. Eine keinesfalls unglaubliche Vorstellung, wenn man die Geheimnisse kennt.